Lektion 274 aus Ein Kurs in Wundern. Heute gehört der Liebe. Lass mich ohne Furcht sein. Ja, da wo die Liebe ist, ist keine Angst. Denn da wo Licht ist, ist keine Dunkelheit. Und wenn wir Liebe geben, werden wir Liebe empfangen. Das ist sozusagen der Kern dessen, was in diesen zwei Sätzen steht. Wobei, das stimmt nicht ganz, wie wir gleich hören werden, wenn wir auf das Gebet schauen. Vor allen Dingen ist unsere Erlösung darin enthalten. Vater, heute möchte ich alle Dinge so sein lassen, wie du sie erschaffen hast, und deinem Sohn die Ehre geben, die seiner Sündenlosigkeit gebührt, die Liebe eines Bruders zu seinem Bruder und zu seinem Freund. Dadurch werde ich erlöst. Dadurch wird auch die Wahrheit dort einkehren, wo Illusionen waren. Licht wird alle Dunkelheit ersetzen, und dein Sohn wird erkennen, dass er so ist, wie du ihn schufst. Wenn wir diese Worte hören und uns darauf einlassen, ist irgendwie alles klar. Es gibt kein Problem. Nur ein einziges vielleicht. Die laute Stimme des Egos dröhnt vielleicht durch unseren Kopf mit einer Liste von Argumenten, warum das alles so nicht sein kann. Und lass uns doch einen kurzen Rückblick auf die Lektion 106 machen. Lass mich still sein und auf die Wahrheit hören, die uns eine hilfreiche Erinnerung ist. Wenn du des Ego-Stimme weglegst, wie laut sie scheinbar auch rufen mag, wenn du seine unbedeutenden Gaben nicht akzeptierst, die dir nichts geben, was du wirklich willst, wenn du offenen Geistes zuhörst, der dir nicht sagte, was Erlösung ist, dann wirst du der Wahrheit mächtige Stimme hören, ruhig in ihrer Macht, stark in der Stille und in ihren Botschaften ganz sicher. Ja, das ist doch eine schöne Erinnerung, die wir immer wieder gut brauchen können, still zu sein und über die Argumente des Egos hinwegzugehen. Die Argumente sind immer logisch, manchmal verführerisch in ihren Zielen, doch bringen sie uns einfach nicht weiter, sondern sie erzeugen neue Angst. Und warum ist das eigentlich so? Das Ego ist durch die Idee der Trennung entstanden. Und von was haben wir uns eigentlich getrennt? Von der Liebe. Das heißt, das Ego enthält alles außer wahrer Liebe. Also müssen alle Argumente des Egos, alles, was es an Zielen hat oder uns als Ziele verkauft, im Kern lieblos sein. Ohne Hoffnung auf Licht, ohne Hoffnung auf unser wahres Selbst. Auch wenn das ein toller Persönlichkeitsentwicklungstrick des Egos ist, er wird nicht funktionieren.
aber wir haben halt die Befürchtung, dass wir dieser Welt nicht gewachsen sind, wenn wir nicht uns Ziele setzen, wenn wir nicht der Ego-Stimme folgen, die sagt, du musst jetzt dieses oder jenes tun, du musst dich da schützen, dort angreifen und überhaupt. In der Lektion 106 hieß es dazu: Hab heute keine Angst, die Stimmen der Welt zu übergehen. Geh leichtfüßig an ihrer bedeutungslosen Überredungskunst vorbei. Hör nicht auf sie. Sei heute still und höre auf die Wahrheit. Geh an allem vorbei, was nicht von ihm spricht, der dein Glück in seiner Hand hält, die er dir in Willkommen und in Liebe entgegenstreckt. Höre heute nur ihn und zögere nicht länger, ihn zu erreichen. Hör heute nur die eine Stimme. Und wir können diese eine Stimme hören. Sie spricht vielleicht eine andere Sprache als die Stimme, die wir sonst so gewohnt sind. Doch in dem Moment, in dem wir bereit sind, uns auf uns selbst auszurichten, den Geist zu öffnen, empfangen wir die Stimme und wir erkennen sie daran, dass es eine Stimme wahrer Liebe ist, die uns Geborgenheit und Frieden schenkt. Denn das kann die andere Stimme ja nicht. Sie kann vielleicht manchmal, ja, sanftmütig erscheinen. Sie hat dann vielleicht Kreide gegessen und flötet uns etwas in den Verstand hinein. Aber wir können das erkennen, wenn wir genau hinschauen. Es wird immer ein Angebot sein, neue Illusionen wahrzumachen. Es vermittelt nicht die tiefe Ruhe und den Frieden und ist somit bedeutungslos. Worauf läuft das eigentlich raus, wenn wir auf die wahre Stimme hören? Es läuft ja darauf hinaus, dass wir den Frieden spüren. Und wenn wir Frieden spüren, dann sind wir im Frieden. Und wir sind, was wir haben und was wir geben. In dem Moment, in dem wir im Frieden sind, werden wir Frieden geben und wieder Frieden empfangen. In dem Moment, in dem wir auf die Wahrheit hören, werden wir in Liebe sein und werden Liebe geben und Liebe empfangen. Und wir können die kleine Übungssequenz aus der Lektion 106 kurz wiederholen. Sie ist eine wunderbare Einstimmung auch für diesen Tag heute, der der Liebe gehört. Ich will still sein und auf die Wahrheit hören. Was heißt es, zu geben und zu empfangen? Stelle dir einmal diese Frage. Doch stelle sie deinem wahren Selbst, dem Heiligen Geist. Stelle sie nicht deiner Persönlichkeit. Was heißt es, zu geben und zu empfangen? Und lass die Antwort in dir wirken. Du musst sie nicht im Verstandessinne verstehen. Das braucht es nicht. Es braucht eine Bereitschaft, die Antwort in dir wirken zu lassen.
und es wird sich sukzessive eine Erkenntnis einstellen. Die Erkenntnis, dass du tatsächlich, wenn du dich entscheidest, diesem Tag der Liebe zu widmen, auf die Wahrheit zu hören, automatisch Liebe geben wirst und empfangen. Und damit kann keine Furcht da sein und die Welt des Egos kann dir nichts anhaben. Auch wenn das eine oder andere bedrohliche Szenario sich aufzubauen scheint. Was kann dir denn passieren, wenn du in Liebe bist, in Frieden bist? Dann kannst du das nur wieder empfangen. Und alle Bedrohung ist Schall und Rauch. Höre ihn heute, hieß es in der Lektion 106, und horche auf das Wort, das den Schleier lüftet, der über der Erde liegt, und alle weckt, die schlafen und nicht sehen können. Gott ruft sie durch dich an. Er braucht deine Stimme, um zu ihnen zu sprechen, denn wer könnte den Sohn Gottes erreichen, wenn nicht sein Vater, der durch dein Selbst ruft. Ist das nicht wunderschön, wenn du das heute der Liebe schenkst, erfüllst du automatisch deine Funktion und hilfst anderen und dir selbst natürlich, erlöst zu werden. Und vielleicht möchtest du kurz selbst reflektieren, wie es da jetzt in dir aussieht, was dich bewegt. Und schau ruhig, was so an Argumenten kommt oder an Gefühlen, die dich vielleicht hin und her werfen oder rausreißen aus deinem Frieden. Und spüre einmal, ob du dem nicht dadurch einfach jetzt ein Ende setzen kannst, dass du einmal vielleicht gerne den Satz von gestern sagst: Die Stille von Gottes Frieden ist mein. Und dich wieder der Wahrheit zuwendest. Der Stille in dir, probier das aus und schau genau hin. Es kann sein, dass es nicht so richtig gut funktioniert. Und das liegt daran, dass du nicht willst, dass da ein Widerstand in dir ist. Und es ist sehr wichtig, diesen zu erkennen, jetzt genau hinzuschauen, warum du sozusagen deine private Wahrheit wahrmachen willst und dass sich die Welt deinen Vorstellungen zu beugen hat. Kannst du das erkennen, dass es da ist? Und frage dich jetzt einmal, welchen Zweck hat es? Und es hat den Zweck, Recht zu haben und Illusionen wahrzumachen. Und jetzt erinnere dich daran, wir empfangen, wie wir geben.
Wenn wir Illusionen wahrmachen, werden wir Illusionen empfangen. Und wie wir vorhin uns überlegt haben, sind Illusionen ohne wahre Liebe. Wir werden also Angst ernten, in jedem Fall. Und frage dich das einmal, will ich das noch? Und vielleicht kannst du jetzt sagen, heute gehört der Liebe. Lass mich ohne Furcht sein. Und gib dem jetzt Raum. Dehne dich da hinein aus. Denn darin liegt unsere Erlösung. Genau darin, das ist der Zugang zur wirklichen Welt. Das ist der Zugang zu deinem wahren Selbst. Vielleicht erinnerst du dich noch an diesen Satz: Identifiziere dich mit der Liebe und du findest dich selbst. Zumindest sinngemäß hieß er so. Und lass nun die folgenden Worte auch auf dich wirken aus unserem Themengebiet: Was ist der Christus? Der Heilige Geist reicht aus dem Christus in dir in alle deine Träume und heißt sie, zu ihm zu kommen, um in die Wahrheit übersetzt zu werden. Er wird sie gegen jenen letzten Traum austauschen, den Gott als Ende der Träume bestimmt hat. Denn wenn Vergebung auf der Welt ruht und Friede zu jedem Gottessohn gekommen ist, was könnte es noch geben, um die Dinge weiterhin getrennt zu halten? Denn was bleibt dann zu sehen, außer Christi Antlitz? Und wie lange wird dieses heilige Antlitz gesehen werden, wenn es nur das Symbol dafür ist, dass die Zeit des Lernens nun vorbei und das Ziel der Sühne zu guter Letzt erreicht ist? Ja, wie lange glaubst du, dass du diesen Christus in dir und in allen sehen wirst? Mach dir keine Gedanken dazu, lass dir die Frage vom Heiligen Geist beantworten und spüre es einfach. So lass uns denn das Antlitz Christi zu finden suchen und auf nichts anderes schauen. Wenn wir seine Herrlichkeit erblicken, werden wir wissen, dass wir weder des Lernens noch der Wahrnehmung noch der Zeit bedürfen, noch irgendetwas außer des Heiligen Selbst, des Christus, den Gott als seinen Sohn erschaffen hat. Und das kannst du jetzt spüren. Du kannst die Wahrheit in diesen Worten spüren, auch wenn wir sie vielleicht noch nicht so richtig gefasst kriegen. Das macht nichts. Wir brauchen es auch nicht zerdenken, das bringt uns nur auf eine falsche Spur, denn dieses Denken kommt immer aus dem Ego und wird für dessen Zwecke benutzt.
ein besonderer Segen kommt heute zu uns von ihm, der unser Vater ist, sagt uns die Lektion 274. Gib ihm diesen Tag, und es wird heute keine Furcht geben, weil der Tag der Liebe hingegeben ist. Wenn wir Liebe geben, werden wir Liebe empfangen. Und wenn wir Liebe empfangen, kann es keine Angst geben, es kann keinen Mangel geben. Du kannst nicht bedroht werden. Das sollten wir uns immer wieder vergegenwärtigen. Wir empfangen, wie wir geben. Und wenn wir uns auf die Gedanken des Egos einlassen, wenn wir uns von ihnen entweder einlullen lassen oder aufwiegeln lassen, dann werden wir das empfangen. Keine Frage. Es ist aber auch keine Frage, dass wir Ruhe und Frieden, Sicherheit, Sanftmut und Liebe empfangen, wenn wir diese geben. Warum sollten wir also diesem heutigen Tag das vorenthalten? Warum sollten wir es uns selbst vorenthalten? Warum sollten wir es anderen vorenthalten? Und jetzt schau mal genau hin. Vielleicht taucht ein Gedanke so in der Art auf, weil sie es nicht verdienen, weil sie Fehler machen, weil sie alles falsch machen. Wenn auch nur der Hauch von so einem Ansatz in dir auftaucht, dann ist jetzt ein guter Zeitpunkt, es zu vergeben, dir die Wahrheit zeigen zu lassen. Denn dann ist der Weg frei. Frei für unser wahres Selbst. Vater, heute möchte ich alle Dinge so sein lassen, wie du sie erschaffen hast, und deinem Sohn die Ehre geben, die seiner Sündenlosigkeit gebührt, die Liebe eines Bruders zu seinem Bruder und zu seinem Freund. Dadurch werde ich erlöst. Dadurch wird auch die Wahrheit dort einkehren, wo Illusionen waren. Licht wird alle Dunkelheit ersetzen. Und dein Sohn wird erkennen, dass er so ist, wie du ihn schufst. Danke für deine Liebe. Habe einen freudvollen Tag, ohne Angriff, ohne Angst, ohne Sorge.